Nur bei den Räubern in der Bande ist Arm und Kleinsein keine Schande. Sie sind vereint durch ihr Versprechen, sich furchtbar an der Stadt zu rächen. Doch keiner kommt so recht dazu, weil alle außer Winnetou, der plötzlich zu den Mönchen geht, und Räuberhauptmann und Athlet, genannt der bleiche Kapitän, nach Mädchen statt Indianern spähen, die Revoluzzerinteressen beim Bier im Wirtshaus bald vergessen und statt zum Boss der Büffelherden, Bürokraft oder Gärtner werden. Im zweiten Band sind sie längst groß, verheiratet und arbeitslos. Und um trotz Inflation und Not das fehlende Geld fürs tägliche Brot und für die Miete aufzubringen, beschließen sie, Quartett zu singen. Das Outfit macht die meiste Mühe, doch trifft beim Ochsenfurt-Debüt genau den Publikumsgeschmack. Schneeweiße Weste, schwarzer Frack beeindrucken die Bauern stark. Roman gibt 36 Mark für das Konzert im vollen Saal. Doch sie gastieren kein zweites Mal, erstreben trotz der reichen Beute ein Leben als solide Leute. Wie dann die deutsche Wirtschaftskrise um 1930 diese Bemühungen zum Scheitern bringt und wie es drei Würzburgern gelingt, nach Argentinien zu fahren, dem Räubertraum in Jugendjahren, ist Thema in Franks nächstem Buch. Von dem vergeblichen Versuch an Arbeit oder Kapital zu kommen, denn sie herrscht global. Es heißt, von 3 Millionen 3. Am Ende aber kehren nur 2 zurück. Der dritte Emigrant stirbt arbeitslos im fremden Land. Den Autor zwingt das Dritte Reich zur Flucht über den großen Teich. Und als er 45 hört, Würzburg sei vollständig zerstört, in einer Bombennacht im März zu Schutt und Asche, ist der Schmerz ein Schlag ins Innerste. Der Raub der Heimat macht sein Herz ganz taub. Die Kindheit in der schönsten Stadt, die jetzt ein Trümmerfeld ist, hat endgültig keine Wiederkehr. Der Schauplatz existiert nicht mehr. Frank siedelt dennoch einen vierten Roman im von den Alliierten besetzten Nachkriegswürzburg an. Die Jünger Jesu. Ein Gespann von jugendlichen Robin Hoods, die nicht ganz ohne Eigennutz den reichen Bürgern solche Sachen, die die nicht gleich zu Armen machen, wie beispielsweise die zweite Hose oder die Kaffeebohnenhose, entwenden, in der Gruft verstecken, um dann mit diesen wollenen Decken, Fressalien und Kleidungsstücken Bedürftigere zu beglücken. Sie könnten durchaus ein Verein sozialer Räuber-Enkel sein. Leonard Frank kommt einmal noch nach Würzburg, wo man ihn jedoch nicht wie einen verlorenen Poet willkommen heißt. Er aber lädt die Räuberschaft zum Frankenwein beim ehemaligen Hauptmann ein, der nun eine Gastwirtschaft betreibt. Am neuen Wohnort München schreibt er dann die restlichen Kapitel des Buches mit dem schönen Titel Links, wo das Herz ist. Memoiren, die in Romanform offenbaren, falls es den Lesern nicht ganz klar ist, was an den Räuberschichten wahr ist. Ja.